Hallo zusammen, da ist er nun, der Sommer. Uch, es ist furchtbar heiß hier drin. Nichtsdestotrotz möchte ich mit euch über 4 Bücher reden, die ich gelesen habe. Und wir versuchen das so gut wie möglich über die Bühne zu bekommen. Und wenn ich wir sage, meine ich, also mich und meine anderen Persönlichkeiten. Ach, es geht schon los. Okay, reden wir gar nicht lange drum rum. Beginnen wir so gleich mit dem ersten Buch, was ich euch vorstellen möchte, nämlich Welcome Home. Erinnerungen, Bilder und Briefe von Lucia Berlin. Dieses Buch ist im Prinzip eine Autobiografie oder zumindest sehr, sehr autobiografisch, allerdings nicht mit Blick auf ihr Leben als solches, sondern mit einem sehr eingeschränkten Fokus, nämlich auf die Orte gelegt, die sie ihr Zuhause genannt hat. Das Ganze ist mit Fotos bebildert und hinten drin haben wir auch noch ein paar ausgewählte Briefe, die abgedruckt sind. Die Autorin hat einen wunderbaren Schreibstil und mein Problem ist, dass ich nicht beschrieben bekomme, was daran so außergewöhnlich ist und was ihn so besonders macht. Aber das hier ist eins der einnehmendsten autobiografischen Texte, die ich lesen durfte. Also sie hat sowohl die Fähigkeit, einem dieses Gefühl von Unbehagen zu geben, so ein unterschwelliges, hier stimmt was nicht, kann aber gleichzeitig ein dieses wohlige Gefühl von Kaminfeuer vermitteln. Obwohl sie ja vermeintlich nur über Orte spricht, hatten diese Texte irgendetwas an sich, was einen etwas Intimes vermittelt hatte. Also ich hatte wirklich das Gefühl, einen intimen Einblick zu bekommen. Also das hier ist keins dieser nüchternen, trockenen Biografien, sondern es hat einen Romancharakter. Allerdings in einer Art Zeitraffer. Also wie gesagt, thematisch ist der Rahmen sehr eng gesetzt. Ich hatte häufig den Gedanken, dass ich jetzt auch ganz gerne eine richtige Autobiografie lesen würde, die sich eben direkt mit ihrem Leben beschäftigt. Diese Lücken, die diese Texte aufwirft, dass die geschlossen werden. Ich hätte einfach gerne mehr noch erfahren, aber aufgrund dieses engen Rahmens bleibt das Buch in mancherlei Hinsicht eben doch relativ oberflächlich. Wie gesagt, ich hätte mir gerne eine etwas vertieftere Variante durchaus gewünscht. Darauf war dieses Buch jetzt nun aber nicht ausgelegt. Es ist auch generell unvollständig, weil die Autorin es nicht bis zu ihrem Tod geschafft hat, diesen Bereich zu vollenden, also über wirklich alle Orte zu schreiben. Insbesondere, wenn man hinten in dem Buch diese Liste liest von allen Orten, die die Autorin ihr Zuhause genannt hat, wird deutlich, wie viele Lücken tatsächlich da waren, wie viel tatsächlich ausgelassen wurde, wie viele Katastrophen offenkundig ausgelassen wurden. Aber wie man sich bereits beim Lesen gedacht hat und wie es auch durch die Briefe, die hinten in dem Buch abgedruckt sind, auch nochmal bestätigt wurde, wurden sich in die Texte, die sie davor geschrieben hatte, ganz bewusst sich auf das Positive konzentriert, fokussiert. Und weil ihr Stil aber eben doch so dieses Besondere an sich hat, liest man trotzdem diese Katastrophen, obwohl sie nicht erwähnt werden, liest man die trotzdem heraus. Sie schwingt trotzdem zwischen den Zeilen mit. Das mochte ich wirklich sehr und zeigte eben auch, dass die Texte auch gerade mit Auswahl, welche Briefe abgedruckt wurden, dass das alles, dass da ein großer Gedanke hintersteckte, dass das gut ausgewählt wurde. Also ich mochte das Buch wirklich sehr. Ich mag auch die Autorin einfach wahnsinnig gerne. Ich hatte sehr viel Spaß beim Lesen. Weiter geht es mit 7 Reisen in den Abgrund. Auch hier haben wir 7 Kurzgeschichten. Beziehungsweise eigentlich war eine doch ziemlich lang, gleich die erste, und die anderen 6 waren dann eher kürzer. Wie auch immer, auch in diesem Buch findet sich ein wunderschöner, wirklich wahnsinnig schöner Schreibstil, der so einen ganz eigenen, schönen Klang hat. Allerdings hat die Autorin jedoch auch so einen Hang dazu, drumherum zu reden. Und zwar in einer Spirale. Man kommt zwar immer näher zum Punkt, aber wir drehen uns immer drumherum. Ich möchte nicht das Wort gestreckt strapazieren, aber habe es ja im Prinzip gerade doch getan. Trotzdem hat dieses Buch gleichzeitig die Fähigkeit, eine Atemlosigkeit darzustellen beim Lesen. Das Buch besitzt definitiv Atmosphäre, allerdings nicht in dem Ausmaße, wie ich es mir erhofft hatte. Also es hieß hier, dass das schon in dem Bereich Horrorgenre anzusiedeln ist oder zumindest nah daran angelehnt ist. Und angelehnt, ja, als Horrorgenre würde ich es nicht bezeichnen, aber ich bin da auch wirklich kein Experte für. Was erwartet einen aber denn? Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel die erste Geschichte, die wie gesagt auch die längste ist. Diese zeigt im Prinzip, wie verschiedene Leben auf verschiedenste Art und Weisen zerstört werden können. Und es wirft dabei auch durchaus einen Blick auf menschliche Abgründe. Aber auch auf die Arbeit von Polizisten, die während ihren Ermittlungen nicht unbedingt einen Werte auf die Würde des Befragten zu legen, noch schlimmer wie Presse, vor allem Regenbogenpresse, mit der Würde von Menschen umgeht oder auch einfach nur mit der Privatsphäre von Menschen. Und es zeigt auch die allzu schnelle Bereitschaft der Gesellschaft, der Bevölkerung, über Menschen zu urteilen und auch diese zu verurteilen. Also die Dinge, die ich persönlich lieber ein bisschen mehr im Fokus gehabt hätte, wurden eher nur so angehaucht. In dieser ersten Geschichte gab es auch hinten raus so eine komische Verdrehung, fast in so einem Happy End
Ding, wo natürlich ganz zum Schluss nochmal so ein Twist kam. Aber irgendwie fand ich das unpassend. Also nicht der Twist ganz zum Schluss, sondern dieses Happy End Gedrehe. Das hatte nämlich für mich so die vorherige Stimmung irgendwie komplett zerstört. Und wenn das jetzt nur bei der ersten Geschichte so gewesen wäre, hätte ich da vielleicht noch nicht unbedingt etwas gesagt. Aber dem war nicht so. Die meisten dieser Geschichten funktionieren relativ ähnlich. Also man wirft einen Blick auf die Abgründe von Menschen, auch auf zum Teil dessen gestörte Psyche. Im Groben und Ganzen war es das dann aber auch. Bei manchen Geschichten gab es durchaus auch so einen, ja, Hauch von Mystik, der allerdings im Groben und Ganzen vernachlässigbar ist. Wie gesagt, mir fehlte der Horror. Also nur ein Akt der Gewalt und ein psychisch gestörter Mensch reichen da bei mir noch für mich nicht aus. In jeder Geschichte hatten wir eine sonderbare Wendung, die deutlich konstruiert war. Überraschend oft hatten wir auch irgendwie, ja, fast so einen romantischen Twist, irgendwie Drehung noch mit drin, was irgendwie nicht so richtig passen wollte. Generell ist, glaube ich, mein größtes Problem daran, dass ich bei diesem Buch nicht so dieses Gefühl von Natürlichkeit hatte. Also ich hatte nicht so dieses Gefühl, dass das jetzt wirklich irgendwo passieren könnte. Wisst ihr, was ich meine? Das fand ich persönlich so ein bisschen schade. Natürlich ist alles, was ich hier gerade aufgezählt habe, sehr subjektiv. Man kann natürlich auch generell sagen, ja, ob es jetzt zum Horrorgenre zählt oder nicht, ist mir egal, es ist sehr schön geschrieben. Mich hat aber besonders eben diese Anlehnung an das Horrorgenre interessiert und das war durchaus atmosphärisch, aber nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, kann man gerne mal gelesen haben. So, und langsam wird es unangenehm von den Temperaturen hier drinnen. Machen wir also weiter. Ich habe danach gelesen Die Seelen der Nacht. Das war ein Reread und ich hatte das Bedürfnis, diese Bücher, also drei an der Zahl, noch einmal zu lesen, um dann zu entscheiden, ob sie weiterhin in meinem Regal stehen bleiben werden oder ob sie auch wieder raus könnten. Für mich wahnsinnig interessant zu sehen ist, wie ich heutzutage Bücher gewichte, weil rein theoretisch könntet ihr euch auch die erste Rezension, die ich dazu gemacht habe, zu diesem Buch euch angucken und ich hätte im Prinzip noch das Gleiche zu sagen. Ich sehe immer noch, was mir damals gefallen hat, das gefällt mir auch heute noch. Ich sehe auch immer noch die Bereiche, die ich damals kritisch gesehen habe, heute kritisch. Ich gewichte es nur anders. Was ich nach wie vor toll finde an dieser Reihe ist, wie diese Wesen dargestellt wurden. Weil es gibt im Prinzip vier, wobei zwei eine deutlich größere Rolle spielen. Wir haben hier Hexen, Vampire, Dämonen und im Prinzip auch Menschen. Menschen tauchen praktisch gar nicht auf, aber die sind mit so vielen Details und wirklich mit Geschichte und Eigenarten und Kultur ausgeschmückt. Das finde ich toll gemacht. Da werden auch durchaus sehr klassische Elemente genommen. Also wir haben hier keine Vampire, die glitzern. Es werden aber meines Erachtens auch neue Elemente mit eingeführt. Und wie das alles zusammengeführt wurde, fand ich wirklich toll. Auch so diese Details. Ich bin immer noch so unfassbar verliebt in das Hexenhaus der Bischofs. Bietet eine so schöne Kulisse mit seinem Charme, dass es einen eigenen Willen hat, dass das ja im Prinzip ein Geisterhaus ist. Wenn ein unerwarteter Gast kommt, dass sich das Haus auf einmal ein zusätzliches Zimmer erschafft und die dadurch sehen, oh, es kommt wohl jemand. Das ist so, so schön. War jetzt nur ein Beispiel, wie gesagt, solche Details sorgen eben für eine schöne Kulisse und auch für Atmosphäre. Aber da gibt es ja auch noch den Rest. Beginnen wir mit den Figuren, die durchaus so gewisse Muster aufweisen, die auch durchaus wirklich in die Mottenkiste gehören und auch durchaus sexistisch sind. Wie zum Beispiel er, der Dominante, sie, die ja so tut, als wäre sie selbstständig, ist aber überhaupt nicht ist. Und natürlich auch dumm handelt und alles Negative ignoriert, weil sie ist ja ach so verliebt. Also mehr als ein Augenrollen und genervtes Stöhnen habe ich da irgendwie nicht mehr so viel übrig. Besonders nervig finde ich aber auch dieses Getue. Wenn es einfach nur so dargestellt werden würde, ja, sie ist halt so fertig, finde ich das deutlich legitimer, als wenn immer so getan wird, naja, eigentlich ist sie ja gar nicht so, aber doch, also so durch so unsinnige kleine Sachen gezeigt werden sollte, dass sie sich ja eigentlich doch durchsetzt, was eigentlich der totale Bullshit ist. Also zum Beispiel, dass sie ja den Blickkontakt zu Vampiren aufrechterhalten kann. Wow, aber bei so wichtigen Dingen wie zum Beispiel, dass er sie festhält und sie das nicht will und das auch laut und deutlich äußert und sagt, lass mich los, dann können wir reden. Und er sagt nö und ja, nö, dann halt nicht, ne? Oder sie will in der Stadt bleiben und sich der Situation stellen. Er sagt nö, ja gut, nö, dann ist das natürlich unmöglich, können wir nichts dagegen machen. Und natürlich auch so eine Sache wie, er stalkt sie wie so ein hinterletzter Psycho, aber das wird wegromantisiert, der ist ja heiß. Ist das doch egal? Oh, ist so anstrengend. Also generell, was da wegromantisiert wird, ist wirklich, oh, das ist nicht mehr feierlich. Und natürlich haben wir dann da drin auch so eine Klassiker, wie dass er ihr Angst einjagt und sie regelrecht in Angst und Todespanik versetzt, aber natürlich nur, um ihr letztlich zu helfen. Klar, das hat ja schon immer funktioniert, ist ja auch total logisch. Und sie nimmt das dann natürlich auch so hin und ist dann wieder mit einem Lächeln, ist dann auch wieder alles gut.
Oder auch der Vergleich von Jagd und Sex hier drinne, dass das ja im Prinzip sehr ähnlich ist. Also dieses vor sich hertreiben, das Jagen und das Erlegen und dann das Unterwerfen der Beute. Also sorry, das hat nichts Erotisches. So sollte Sex nicht ablaufen und so funktioniert schon gar nicht eine Liebesbeziehung. Also jedenfalls keine gesunde. Die Handlung ist trotz der Seitenzahl wirklich sehr dünn. Also wir haben den Fokus, das Schmachten nach einem Vampir gekoppelt mit der totalen Selbstaufgabe. Dann haben wir endlos lange Passagen, in denen im Prinzip gar nichts funktioniert oder wo dann so komische Sachen vertieft werden, wo du so denkst, bitte? Also zum Beispiel Yoga oder Reiten. Und damit dann mal wieder überhaupt irgendetwas passiert, biegt die Autorin sich dann irgendetwas zurecht, was natürlich komplett auf Kosten der Logik geht. Also Logiklücken haben wir hier drin ohne Ende. Was ich, wie gesagt, immer noch zu schätzen weiß, ist dieser Fantasy-Rahmen. Oh, das Hexenhaus, der Bischof ist so toll. Aber das gleicht bei weitem nicht mehr für mich den ganzen anderen, das ganz andere Zeug aus. Also generell kann ich diesem Buch einen gewissen Unterhaltungswert, kann und will ich dem gar nicht absprechen. Also auch Trash hat einen gewissen Unterhaltungsgrad. Und das hier ist mit Abstand nicht der schlechteste Trash, den ich je gelesen habe. Wirklich nicht. Und dementsprechend, wer auch gerne so eine Art von Unterhaltung liest, in der wir eben eine vertrackte Liebesgeschichte haben, die ja eigentlich nicht sein soll, und das Ganze mit so einem Hauch von Historie und einen noch größeren Hauch von Fantasy-Rahmen ummantelt und auch gelegentlich so ein bisschen feuchtes Höschen, aber auch nicht zu viel, der wird mit diesem Buch vermutlich absolut glücklich werden. Wer sich etwas über dieses Buch hinaus erhofft, auch vielleicht mit ein bisschen mehr Gehalt, würde ich unter gar keinen Umständen zu dieser Reihe raten. Und nun zu einem Problem von mir. Ich habe danach noch den zweiten Band gelesen. Im zweiten Band sind diese Muster von der Jungfer Enöten, die ja von dem dominanten Ritter in der Rüstung gerettet werden muss, sind in diesem zweiten Band noch deutlich, deutlich stärker. Also Diane, unsere Protagonistin, ist noch schwächer und noch hilfsbedürftiger als im ersten Band, was eigentlich schon was heißen will. Was auch hier natürlich wieder überdeckt werden soll durch so gewisse Momente der Aufsässigkeit, die absolut unnötig sind und auch keine Folgen haben. Matthew ist in diesem Band noch das größere Klischee als davor, denn jetzt hier bewegen wir uns ja in einer anderen Zeit, wo er natürlich seine Macho-Patriarchatum voll ausleben kann. Und was ich ja auch für seine Figur ganz tragisch finde, dass wir hier natürlich das starke, machtvolle nach außen haben, aber innen drinne ist er natürlich das gebrochene Hündchen, was nur von der einen Auserwählten gerettet werden kann. Ugh. Oh, das ist so verstaubt, dieses Bild. Aber ich meine, gut, diese Bücher sind ja nun eigentlich auch nicht die neuesten. Beide Protagonisten benehmen sich dumm und schwanken auch in ihrem Wesen, je nachdem, wie es die Autorin gerade so für ihre Situation hinkonstruiert hat, was ich auch wahnsinnig inkonsequent finde und was, wie gesagt, so eine gewisse Sprunghaftigkeit erzeugt, was einfach nicht gut ist, also handwerklich nicht gut ist. Absolut alles in diesem Buch wird mit Liebe gerechtfertigt. Und sorry, aber wenn das passiert, dann reden wir in den allermeisten Fällen nicht von Liebe, sondern von Wahn oder von Abhängigkeit und zeigt, dass alle Beteiligten die Kontrolle über die Situation komplett verloren haben. Also diesbezüglich ist auch alles wirklich sehr dick aufgetragen, alles wahnsinnig melodramatisch. Und auch hier außerhalb der Liebesgeschichte gibt es nicht sonderlich viel zu nennen. Also die eigentliche Handlung ist wirklich wahnsinnig dünn. Wir haben sehr, sehr lange Passagen, in denen eigentlich nichts passiert. Wenn man dieses liebesgeschmachte Ding rausstreichen würde, blieben vielleicht maximal, da bin ich schon großzügig, 100 Seiten von insgesamt 800 Seiten für die Handlung übrig, was im Verhältnis nicht sonderlich viel ist. Logiklücken sind ebenfalls präsent, also die Autorin dreht sich häufig irgendetwas hin, was, wie gesagt, schon in sich, in dieser Konstruktion logikmäßig überhaupt nicht funktioniert. Für mich ganz, ganz schwer zu ertragen haben wir hier natürlich, oh, ein Paradoxon nach dem anderen. Also die Autorin hat null Mühe darauf gelegt. Sie hat dann auch so vorgeschoben, ja, das ist ja im Prinzip Magie und die regelt schon einfach alles. Und dann hat sie das ad acta gelegt und hat sich da überhaupt keine Sekunde Gedanken, Schmalz reingepackt in dieser Geschichte. Ja, also auch hier kann ich ebenfalls einen gewissen Grad von Unterhaltung nicht absprechen. Allerdings war das für mich auch hier schon wieder deutlich reduzierter noch als bei Band 1. Also ich musste mich schon deutlich mehr durchkämpfen, was für mich vielleicht gar nicht so schlecht war, weil ich es nicht geschafft habe, obwohl ich es eigentlich auch gekonnt hätte und wollte, zu sagen, lese es vielleicht einfach mal nicht zu Ende. Habe ich nicht hingekriegt, habe das Buch zu Ende gelesen. Spare mir allerdings jetzt den dritten Band und die Reihe kommt jetzt komplett raus. Ich habe tatsächlich auch den Trailer gesehen, es gibt davon jetzt eine Serie. Und bin aus einem Wolken gefallen und dachte, das darf nicht wahr sein. Also ich weiß nicht, ich habe auch nur so eine Clipsammlung noch zusätzlich gesehen, wo dann nur irgendwie so Szenen mit Diane und Neffi zusammengeschnitten wurden. Und oh, das fand ich kaum zu ertragen. Falls jemand von euch die Bücher geliebt hat, sollte, es gibt davon jetzt auch eine Serie. Vielleicht ist das ja was für euch. Okay, gut.
Das waren dann aber auch die vier Bücher gewesen, über die ich reden wollte, die ich euch hier vorstellen wollte. Lief zum Teil besser, zum Teil nicht so gut. Habt ihr vielleicht auch bereits Bücher davon gelesen? Wenn ja, welche? Wie fandet ihr die? Seid ihr eigentlich auch jemand, der Bücher gerne noch einmal liest, um herauszufinden, wie er die heute sieht? Was habt ihr denn da so für Erfahrungen mitgemacht? Das war es denn jetzt sonst soweit, aber auch von meiner Seite aus. Alles, was ihr zu sagen habt, sagen wollt, gerne in die Kommentare damit. Ich wünsche euch dann noch einen schönen restlichen Tag. Kommt gut durch, gerade durch die heißen Tage. Trinkt viel, haltet euch viel im Schatten auf, wenn es geht. Gut, wenn ihr dann wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!